Fluss liegt Bier. Auf jeden Fall ist hier eine Bierbrauerei hinter uns. Ich dachte, hier ist schon Bier. Ist schon leer. Ich habe was ganz Besonderes für euch vorbereitet. In Zusammenarbeit mit meiner Brauerei, also nicht meiner Brauerei, sondern die mein Bier braut, das Dugel, werdet ihr gleich eine ganz tolle Überraschung erleben. Hol die Badehose raus, wir können ein Bier baden. Oh, die haben ich runter. Ja, für alle Fälle. Möcht ihr ein Bier? Ja. Die Frage ist, warum ist es noch nicht hier? Bauernbier am Fass. Ja, dann müssen wir das unbedingt sehr gerne. 1, 2, 3, 4. Jetzt gehen wir mal. Wir gehen rein. Schleswig-Holsteins kleinste, gemütlichste und schönste Brauerei. Oh, guck mal, hier gibt's alles möglich. Guck mal, und hier ist Bier, Bier, Bier. Frankie, die haben Bier. Oh, guck mal, mein Dugel steht hier. Das kennst du ja. Oder das kennt ihr ja. Ja, das kennen wir. Hektoliterweise schon. Das schmeckt ganz gut. So, und das holen wir eigentlich jetzt nur ab. Wir holen nur das Dugel ab. Ihr holt nur das Dugel ab. Eine tolle Überraschung. Ja, ihr braucht ja eine Mitfahrgelegenheit, ne? Frankie, ich stelle das wieder zurück. Was denn? Das habe ich gesehen. Ich hab doch nix. Frankie, guck mal. Lecker. Ja, nicht nur lecker. Kennt ihr den Typen da drauf, den Flaschenöffner? Ich habe für eure Record-Release-Party eine Sonderedition von 300 Flaschen auflegen lassen. Mit eurem Logo und wie ihr unten seht, Billions the Sideburns Edition. Also es lohnt sich, es gibt noch einen Grund mehr zur Record-Release-Party zu kommen am Samstag. Gibst du die Flasche wieder, ja? Nein, das ist jetzt meine Flasche. Zum Wohl, ne? Prost. Auf Bier. Wupp, Sack. Aus. Das kann schlimmer beginnen. Oh, danke schön. Hast deinen Job. Anselm führt uns jetzt durch die Brauerei. Geh du mal lieber vor. Frankie, du schreibst mit? Ja, ich. Rock me momo, yeah, yeah. Rock me momo. Alkoholfreies Bier. Warum? Für Trinker wie uns ist es ein Traumberuf. Ja, für mich auch. Für uns alle, glaube ich. Immer Bier, stell mal vor. Und man muss ja auch immer probieren. Wie viele Biersorten gibt es denn hier? Acht. Mhm. Ja, müssen wir alle testen, ne? Ja, mal los. Ja. Habt ihr heute noch was vor? Wer fährt? Du. Super, wieder genug Sport für heute. Gibt's noch ein Bier? Komm. Guck mal, da fährt unser Bier. Ich hoffe, die bauen keinen Unfall. Oder? Nee, soll langsam fahren. Fahr bloß vorsichtig!